26 Minuten. Oh, Vini hat den Ball zum ersten Mal. Erst 26 Minuten. Das ist schon krass. Das war auch mal geil. Oder sie dominieren. Aber du machst ein gutes Spiel. Danke noch. Ball und dann Fenster. Auf einmal schon wirklich gut. Ist so wie wenn Anthony Joshua gegen irgendeinen schlechten Boxer kämpft. Und du weißt ganz genau, dass Anthony Joshua besser ist. Aber der andere könnte ihm jederzeit einen Knockout geben. Hast du Tweet gemacht? Ja. Was hast du getan? Ich schreibe das nicht einfach zu gut. Fuck. Die sind immer die Welt brennen sehen möchten. Eli, gib mir Mod. Ich hab ja nur gesehen, dass sie besser sind. Das ist ja kein Geheimnis. Was sagst du so, Mod? Ich weiß nicht, wie das geht überhaupt. Ja, ich sag gar nicht, ich hab immer Potenzial zu drehen. Es ist real. Stimmt, aber auch. Ihr sagt, ist ja kein Geheimnis. Zeit, weil mehr schon, ich check. Ist ja kein Geheimnis, dass ihr das. Ihr habt das 100% recht. Ja? Aber ihr habt eine Sache nicht mehr einberechnet. Du sagst, das, was ihr sagt, siehst du das, aber ihr wisst auch, dass Real viel effektiver ist. Ein Konter, das Ding kann auch durch sein. Okay. Und bei Real ist es wahrscheinlich. Ja. Aber chill. Was glaubst du, wer das nächste Tor spielen wird? Wer schießt das nächste Tor? Man City oder Real? Was ist wahrscheinlicher? Jetzt gerade noch City. Ja, dann gucken wir das Spiel uns in 20 Minuten nochmal an. Jetzt gerade, also bei Real, von Real kommt gerade gar nichts. Das ist richtig unsicher. Ehrlich? Findest du? Aber ich sag... Ja, das sieht aus wie ein Sports gegen Friedenau. Ich schwöre, wir hatten weniger Chancen gegen Veronina Strahler. Hätten wir auch. Ich schwöre, wir hatten gegen Veronina Strahler. Die Konter sehen auch so aus von denen. Ja. Die haben so einen schnellen Stürmer, aber kriegen sie nicht angespielt. So ungenau. Ich schwöre, City macht gerade ein besseres Spiel gegen Real als wir gegen Friedenau. Das ist so. Ich bin nein, so ehrlich. Ja, also du wirst halt auch, wie sie spielen müssen. Ja. Also wenn das so weitergeht, sage ich, dann wird losgelassen. Schnell. Vielleicht auch so ein Spielerwurf oder so. Gegen Arsenal könnten die auch verlieren und so, aber da gab es dann 4-0 Tottenham oder 4-1. Keine Ahnung. Zieht ihr rein. Ich hab so Angst vor Willi. Schreibt lieber nichts, der ist im Chat. Der hat den Chat hier offen und ist jetzt Mod. Und die Zunge ist draußen. Wie waren die Quoten vom Spiel? Also rein von dem Buchmacher, neutrale Meinung? Wo es um Gold geht. Von dem Buchmacher. Das sind wirklich Experten. Im Etihad Stadium. Also ich bleib dabei. Ich hätte niemals Rüdiger rausgemacht. Niemals. Ja, natürlich nicht für diesen Pizza. Ich hab's vorhin schon gesagt. Das hat er gestern schon gesagt. Ich hab's die ganze Zeit gesagt. Ja, aber hätten die jetzt gewonnen, hätte keiner was gesagt. Nein, dann nicht, aber. Ja, Rüdiger schlecht trainiert. 1,60 City. An Rüdiger liegt es nicht, dass er 1 durchsteht. Natürlich. 1,60 City, 5 Real. Trotzdem sind wir uns einig, jeder mit 1000 Pizza-Bäcker. Aber ja, man kann doch nicht wissen, dass er nicht blinkt. Nein, natürlich nicht. Der wird sich ja bei was gedacht das haben. Gesehen, die Außendarstellung. Ich hab doch eine Seite. Hat eine Verletzung gehabt oder so eine Woche. Oder hat einfach wirklich schlecht trainiert. Aber. Vorher war eine 5 aber. Das ist so, auch gar nicht stehen in der Regenerationszeit. Aber trotzdem, wenn du, wenn du davon ausgehst, wie Rüdiger einen. Haaland. Yes. Oh ja, Eder hat keinen Bock mehr. Eder liegt. Eder geht raus. Muskelfaser. Ja, der hat ihn gefault oder was? Das sieht mir hier verteilt aus. Was ist passiert? Oh, oh, achso. Ja. Was ein Spaß. Wirklich, ich stehe auf, Bro. Wer ist ein Spaß? Haaland. Mit deiner Fresse. Was hast du für ein Trikot an eigentlich von wem? Vinicius, ne? Benzema. Benzema? Wie viel Ballkontakt hat er? Hier sitzt alles übrigens. Ich sag, Eldos Bodycount ist höher als Benzema's Ballkontakt bis jetzt. Das ist W für dich, Bruder. Ja, Flex ist ein super Ding, Alter. Was ein Flex, ey. Ich soll nicht mal früher. Locker. Ja, Benzema hatte locker erst 20 Kontakte oder so. Das zählt mir, Eldos. 76% ist gar nicht richtig. Eldos hat einen guten Kisscount, aber. So, jetzt zähl mal her. Kisscount ist eigentlich gut. Digga, ich weiß noch, letztes Jahr, ne, da hat, das war auch, ich check gar nicht, wie die das da aus der Hand gegeben haben, mit Rodrigo. Jetzt, warte mal ganz kurz, Bruder, warte mal. Das sind die Momente, Kai Walker ist auch so schlecht, Mann. Oder Kai Walker ist eben so schlecht. Das ist halt auch noch das Problem. Das war gerade Adi gegen so einen Neuner von Friedemann.
Ding, die Defense von City ist halt auch noch, also Kai Walker. Was ein Vergleich. Ja, das scheint Jimmy so kacke. Kai Walker gegen Vinny war so wie Rüdiger. Junge, Jimmy unterstrich 8x, du sitzt gerade in deinem verstinkten Zimmer und guckst ihn in der Champions League zu. Dass Vinny schlecht ist, wie kann man dich denn so eine Aussage von sich geben? Digga, es wäre es gleich. Nicht mal Großkreuz ist schlecht. Also Digga, er ist Weltmeister, er wird irgendwas richtig gemacht haben. So, jetzt hör mal her. So, wenn man dann sagt, irgendein Mathe-Professor ist dumm. Ja. Oh. Haaland ist so geil, Digga, wenn er so die Bälle festmacht. Oder? Man denkt, bravo, Luca. Bravo, Luca. Ja, ich bin ohne Dobro, Luca. Schick! Schick gegen Walker. Nee, spiel nicht, spiel alleine. Oh. Warte mal! Nee, aber wenn Haaland macht, ist immer, oh, geile Chance. Nee, wenn Benzema Chance hat, dann müssen wir ruhig sein. Nein, bei Benzema Chance müssen wir ruhig sein. Ey, für alle Ader, wenn Real Chance hat, dann leiser sein. Leiser sein. Wenn du die Chance hat, ein bisschen lauter sein, wenn Real ist, dann werden wir das ganz, ganz neutral beachten. Das war so Bock. Ficken, Six. So, jetzt wird City die, glaube ich, ein bisschen kommen lassen. Smoky der Horn. Mehr? Denkt, die Spiel geht auf jeden jetzt Fall langsam wird, offener. Jetzt werden sie, guck mal hier, drei Pässe in Folge. Über, oha, Abwehrkette ist auf jeden Fall im Kreis schon. Bin die beste Spieler der Welt momentan? Würde die sagen, ja sagen? Nein. Boah, scheiße. KDB. Das Ding ist, der nächste kommt. Oh, durchstecken, der nächste, der da in der Liste ist Haaland und beide spielen bei Dings. Der Welt, beide spielen bei City. Der Welt was? Lukas FM, kurz am Prinz. Was machen wir da? Die sind da 8 Jahre schon ausgeflogen. Militärer Eckballtor? Junge, die spielen gegen die. Das wäre eine Scheißwoche. Guck mal, das kann. Guck mal jetzt. Also, so Real so Champions League raus und Barca Meister wäre kacke. Das wäre ein scheiß Monat. Ja. Hier musst du aufpassen. Das sind eure besten Chancen. Der ist keine, das ist nur Schwanz. Mustafa Habibi, setz dich doch auf einen. Setz dich doch da hin, wenn du willst. So ein Störchen. Hätten die jetzt Ramos gehabt? Wenn ich durch sein kann. So, aber setz dich doch da hin. Ederson macht Platz auf Loch. Oh, ach du Scheiße. Digga, wie können die immer aus dem Digga! Ja, das ist, nein, das ist jetzt keine wichtige Chance gewesen. Das hast du ihn überhaupt gesehen oder bist du gerade am Leuteband? Nein, das war jetzt keine großartige Chance. Wir sagen, wir 8 zu 2 jetzt von Chancen. Nee, aber die war jetzt nicht so gefährlich. Oder das war die beste Chance im Spiel. Mein Kollege. Die Kopfbälle von Haaland, die waren auch nicht so gut. Aber die war jetzt nicht so großartig. Mein Bro. 2 Meter Köpfen ist, glaube ich, besser. Schlechter. Mein Bro. Die war jetzt nicht so. Die Chance war nicht so groß. Das ist mein Bro. Die hat es nicht mal gesehen. Nein, bei uns läuft keine Wiederholung, ne? Lass mein Bro in Ruhe. 9 zu 1 Schüsse. Boah, die pressen ein bisschen jetzt. Ja, Press. Sag mal, gut. Ja, hier, ne? Ich bin Mitglied der Mannschaft. Mitte, stark. Aber gegen City ist halt auch schweres Brot. Boah, krass. Auch PSG. Allein das. So, jetzt raus. Haben sie 5 Leute überspielt, jetzt können sie richtig krachen. Wenn der Stones? Ach du Scheiße. Ja, Pressen. Boah, das ist Bobby. Ach du Scheiße. Der hat der Rojoa gebracht. Gabi hätte den, also Eli hätte den gebracht. Ja. Kann ich aber auch. Team ist toxisch gerade. Ganz normaler Fußballabend mit den Jungs. Mit den Jungs. Ist ja so, oder? Ja, das stimmt. Ja, ich habe jetzt kein Problem. Ich glaube, gar nicht, ich kommt eher so auf. Guck mal, wer mit Chat auf hat. Ja, Digga, ich werde jetzt der aktivste Mod, den du hast. Ich muss gleich Socken holen. Kalt. Bernardo. Also, Bernardo ist für mich aktuell einer Spieler mit den besten Dribblings. Fängt keine Diskussion. Wie gesagt, Delay Sports für 2-0 gegen Grunewald. Man kennt nicht Grunewald. Ja, Vergleich. Nee, Sperber Neukölln.
Hallo? Ich will nicht wissen, was hier los wäre. Melina, ich gucke gerade real für sie. Also für uns ist es ja normal. Also es überrascht uns nicht. Bernardo, aber wieder von mir. Melle, geiler Moment gerade. Hast du Pyjamas? So, wie fahren wir rein? Tja, wie gut kann ich denn rein? Ich hätte den Safe verkackt. Guck mal. Nee, alles gut. Ich kann. Ja, du hast nicht zu. Ich brauch nichts. Chat, langsam checkt ihr es, oder? Nö, eigentlich nicht. Ich will mir kurz sagen. Okay. Ja, mach. Und dann Eddos. Schnapp dir langsam Grillig. Tom. Nicht im Nicken. Hol dir. Ja. Nein, nicht da mal mach. Alles gut. Nicht? Ja. Doch, ist alles gut. Tod. Ja, sie kommt durch. Okay, du schläfst im Hotel dann, ne? Okay, gut. Weiß ich gar nicht. Okay, gut. Ciao. Ja. Ich auch, ciao. So, Dings. Und jetzt will ich mal kurz was sagen, bevor ihr rumbannt. Und das ist gar keine. Ich bann niemanden. Gar keine Provokation. Das war einfach, meiner Meinung nach, absehbar. Völlig verdient. Ja, völlig verdient also, und absehbar. Deswegen müssen wir uns gar nicht bei den Bauern freuen. Ja, das hat gar nichts mit Provokation zu tun oder dass ich real disrespecte. Bro, jeder, der ansatzweise Fußballverständnis hat, sieht, dass in den ersten 30 oder 20 Minuten oder was das war, dass das völlig. Dass das in Ordnung geht und dass das jetzt auch nicht so ist, oh, das ist ja jetzt komisch. Ja, aber jeder, der Fußball ein bisschen Fußballkenntnis hat, weiß, dass man real nicht unterschätzt. Ja, und jeder weiß, dass das Spiel auch 90 Minuten geht. Ja. Wenn wir auf Stand jetzt von 38 Minuten gehen, gebe ich dir doch recht. Ja. Aber du kannst das doch nicht verallgemeinern. Ja. Ich rede gerade über 38. Über 38 Minuten geht dieses Ergebnis komplett. Ja. Gerecht, ja. Aber das hat aber doch nichts mit dem. Ich rede, bitte, auch hier den einen Bann. Ich rede über die ersten 38 Minuten. Ja, dann ist doch richtig. 38 aber da hat man ja nichts dazu gegen gesagt. Ich sag ja die ganze Zeit, wir sind uns wieder in 10 Minuten. Mal gucken, was dann ist. Aber glaubt ihr, Real kommt noch weiter alles? Du hast noch so einen kleinen Kuss. 1-0 hatte ich Hoffnung, 2-0 Kraft langsam, ich sag dir sowas. Ja? Langsam will ich dir das. Janosch, und du schreibst und du sagst, die holen das jetzt auch. Wenn Eli dir deinen Stream erzählt, 2-0 ist das gefährlichste Ergebnis, packst du dir gerade in deine Hose. Das stimmt. Ja, du hast recht, Eli. Ding ist, Eli kann es gar nicht mehr schlimm enden. Entweder verliert der City und dann ist es 3-2 Also für mich ist das Ding. Aber ich freue mich auf den Teich, ehrlich. Also du hast mit Fröschen, Probleme mit Fröschen? Nee, ne? Ich bin ein Tierfan. Eli mag richtig Tiere. Besonders so Krabbeltiere. Frösche sind auch richtig angenehm. Ich gehe da, spring da rein. Viel cooler als eine Mücke. Oder so. Wir haben ja tauchen gesagt. Ja, dann tauche ich da einmal entlang. Das Ding ist, Eli, du könnt entweder kommt das gefährliche Ergebnis und sie drehen 3-2. Oder? Hier gerade stand jetzt, ist nicht mal das gefährlichste Ergebnis. Da kann sogar das gefährlichste Ergebnis sagen. Da kann nicht mal das 2-0 gerade helfen. Nicht mal hier kann gerade das 2-0 helfen, muss es sein. Das ist geisteskrank. Es ist halt nicht mal hier jetzt. Wir müssen uns nicht mal freuen bei den Toren. Für mich ist es klar. Ist. Ja. What? Gibt es ein Update bei dir? Real ist ein Objektiv. Bei Konter. Wie sag ich das? Aber es ist geisteskrank, was sie mit dem machen gerade. Ja. Gerade. Okay. Es ist halt eine Hälfte vom Spiel ist erst vorbei. Gerade. Ach, 45 Minuten ist da nicht. Das Geld lag auf dem Boden. Ich hab gesagt, das Geld und der Teich liegt auf dem Boden. Das ist Geld. Ich hab überzeugt von City. Ich bin sogar vor dem Spiel für Real, aber City ist einfach fußballerisch meiner Meinung nach besser. So. Ist das so? Egal gegen wen.
Ja, ich sage, ich meine sogar, Real ist die einzige Mannschaft, die vielleicht City besiegen kann, weil ich weiß, was für Qualitäten sie haben. Und auch wenn sie nicht so oft den Ball haben, ja genau. Und besonders in solchen Spielen. Ja genau, weil du weißt, so, okay, sie müssen nicht so oft den Ball haben, um ein Tor zu schießen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist trotzdem höher, dass City genau. Sie können, schön aber gut. Real könnte. Schön. Und ich gebe mir so. Schön. Und damit Mike Drop. Willi hat die ganze Zeit mein Stream hier offen. Hallo. Einfach leider. Kenneth, bist du überhaupt? Ich klar alle weg. Und ich bin immer noch der festen Überzeugung, selbst wenn du 45 Minuten besser bist, hast du nochmal 45 Minuten, um das anders zu machen. Jungs, war ein Halbzeitsatz. Und das war. Und das. Und jeder, der Ansatz am Fußball hat, weiß, dass es letztes Jahr genauso stand. Das stimmt. Deswegen nicht abschreiben. Ich hab so Angst, dass die auch drehen. Digga, wenn die drehen, dann werde ich diese Streaming-Woche hier beenden. Und werde nie wieder vor der Cam erstmal sein. Aber bei aller Liebe, also ehrlich jetzt, ich schwöre. Nee, ich hab gesagt, dass wir halt drei Punkte schießen. Du warst doch zugucken gegen uns so, teilweise. Warst du gegen Berolina zugucken? Ja. Du weißt ja, wo wir 10-0 gewonnen haben. Ja. Erste Halbzeit, ich schwör's dir, spielt City besser gegen Real als wir gegen Berolina Strahler. Na, jetzt mal ehrlich, oder? Digga, wir hatten drei Chancen und haben drei Tore gemacht. City kann hier 5-0 führen. Also die spielen einfach auch besser als wir gegen Strahler. Ja, ich meine es mies ernst, ich habe Real noch abgeschrieben. Ich sag's ernst. Guck mal, ich sitze hier. Ich hab abgeschrieben. Nein, du hast guck mal. Abgeschrieben, ich guck mal. Guck mal. Nicht, hat gar keinen Sinn, Alter, ich schwöre es dir, ich bin genau bei dir. City spielt besser. Ja. City hat in diesen 45 Minuten 10-mal mehr Spielanteil als Real Madrid. Aber für was sind Halbzeiten da? Für was sind diese anderen 45 Minuten da? Du, in der 70., 75., 2-1 macht, guck mal so wie die Eier hat der Arsch. Natürlich, natürlich. Und wie ist das Spiel? Natürlich. Vielleicht City wohl besser. Das Ding ist durch. Meinst du? Gut. Kenneth, lass das. Ja, ich glaube, Kenneth. Was soll ich erzählen? Sag ich dir, Kenneth, was sagst du? Ja, was soll ich sagen? Real macht, oder? Nein, auf einen Spieler würde ich das nie so. Wo bist du? Also wirklich für Real eigentlich, ne? Markus, für Real eigentlich? Ja, das, also. Und was glaubst du, der gewinnt? Obwohl du für Real bist? Ja. Soll ich sagen? Ja, wo? Wie ist die Quote auf Real jetzt? 21. 21? Ja. Kommt schon. Ja. Was die in der Halbzeit haben schon einmal schaffen, kann Real auch in einer Halbzeit schaffen. Was soll ich euch erzählen? Ja, danke. 51 auf Real. Halbzeit ist ehrlich. Halbzeit könnte noch was passieren. Definitiv. Ich kenne einen, der sagt immer 2-0, gefährliches könnte. Ergebnis. Aha. Ach du Scheiße. 9-2. Telefon Bernardo hat Hätte. Bernardo, Doppelpack. Pause, schnelles Tor von Toni. Ich sage Bernardo. Der hat schon die Latte gesetzt. Ehrlich, dritt oder viel besser Spieler bei City. Sag ich. Na okay. Nein, die haben so viele Spieler, die eigentlich so. Was machst du da, ja? Was machst du da, ja? Nicht geht. Oh. Eddos! Eddos! Ja, nicht umsonst heißt er so wie du. Fuck! Digga, wer das nur zu ist jetzt hier vorne, Alter? Wo würden die schon wieder stehen? Digga, Eda Limitao, Digga, ich schwör, so ein Pizzabäcker. Der Vinny ist da vorne gewesen gerade. Vinny war da vorher vorne. Wie bitte? Ja, das ist Real von. Nee, das ist ganz schlecht. Bei Toni Kroos hat er schon auch einfach hier. Nochmal, oder? Das war sowieso nicht so vorgegangen. Nein, Akanji! Bitte. Man nimmt sich auch. Man hätte jetzt nicht denken können, dass er auf Tor kommt. Ne? Nein, auf Tor ist unwahrscheinlich gewesen. Ne? Nee, wenn einer schießt, automatisch drüber. Ja, nee, meiner. Wenn auf Tor kommt. Ja, nee, das ist eigentlich garantiert, wenn Toni Kroos schießt. Das aus der Distanz wegschalten. Alles was noch. Digga, ich verteidige den Verein mehr als dein ganzes Leben gerade. Du bist da. Hoffentlich verlierst du am Ende. Red doch mal. Er hat akzeptiert. Was denn? Na, guck das Spiel. Jungs, guck jetzt mal in die Ecke. Und schreib nicht mit. Durchatmen, hä? Oder es hat keinen Sinn, mit euch zu diskutieren, ich schwör's dir sogar. Ich mache noch einen Tisch. Durchatmen, hä? Und jetzt ist unwahrscheinlich, ganz kurze Frage an meinen Bruder. Du als aktiver Fußballer und Vereinsinhaber, dass du diese Halbzeit
nutzen kannst, um dich vielleicht neu zu sortieren. Das, was du erst Halbzeit falsch gemacht hast. Und dann kann die zweite Halbzeit nicht anders ausschauen? Definitiv. Definitiv. Ich sage, und wir reden von Drittliganiveau, in der Halbzeit kriegen wir eine Flipchart mit Videoszenen, was richtig, was falsch ist. Was die am Ende noch machen, 10-mal krasser. Okay, ich bleib trotzdem dabei. Digga. Weißt du, wir hören uns in genau 60 Minuten. Ja, wir hören uns dann. In 60 Minuten. In 60 Minuten ist die Diskussion noch beendet. Dann werden die Leute reinschreiben, oh mein Gott, Halle Madrid, wie kannst du für City sein? Ich bin nicht für City, ich bin für Real, aber City ist besser. Das darf man doch wohl sagen. Das ist jetzt unsere schlechteste Halbzeit. Was sagst du? Wir müssen ein bisschen spielen. Jeder spielen wie Eli. Jeder hat zwei Kontakte. Andi? Das war Andi. Andi schneller. Auch mal Jojo. Er sagt jetzt schon. Dreiecke! Wenn wir so spielen, wie Andy, wir klatschen mal die Bälle mal am Balkon. Ja. Das ist kein gutes Spiel für so ein Stürmer. Ich spiele jetzt in die Dreikette. Außer wenn es auch nicht mitkommt, aber. Wir können das. Sind die beste Mannschaft dann klar? Bist du noch fertig? Mann, jetzt krieg ich nicht. Doch, bitte, ich brauch das. Bitte, Sid, ich brauch das. Du kannst das. Nein, nein. Mann. Nein. Wo sind die Dings? Wo ist Jack? Wo ist Jack? Alles Fazit? Erste Halbzeit? Ja, City war besser, was soll ich dir erzählen? Aber komplett abgeschrieben ist es halt noch nicht, Digga. Komplett vorbei ist es halt nicht, Digga. Fazit. Wie eine Katze, die ins Wasser gefallen ist. Einmal ist sicher, traurig. Die Uhrzeit so krass. Wenn die Bahn die ganze Zeit läuft. Obwohl, spielt jemand bei Tony vor. Ich kann Skype nicht zuhören, dann ist so und Skype nicht zuhören. Ich kann das tun, was man kann, weiß ich. Digga, das Bild von Adel. Pietz, bitte wieder knitzer. Na gut, Chat, offene Diskussionsrunde hier. Ne, Kronbacher. Wie fandet ihr erste Halbzeit? Einfach mal so. Digga, Chat, Militao, raus, ja, Mann. Ich darf doch fragen, Bro. Ich darf doch fragen. Ey, warte mal ganz kurz, warte mal. Aber jetzt stell mir die Frage. Wenn da jetzt einer schreibt, dass Real besser war, ist er dumm. Ja. Ja. Was erwartest du? Jeder wird schreien, drei Klassenunterschied. Ja. Ja. Also. Guck mal, aber hätte Bernardo jetzt gegen erste Aktion im Tor gehalten, zweite Aktion gegen Boston, er steht 0-0. Ja. Dann würde den Simmern verloren. Ja, weil. Also, ja, weil am Ende, und das tut so aus, wirklich. Ja, es ist einfach nur wahrscheinlich der Netto. Ja, aber nein, am Ende ist es ja. Expected ist ja, Goals. Nein, am Fußball. Oh. Gelingt es ja nach 0,01 Expected Goals. Hallo. 13-1 Tor. Hallo. 0,0 Expected. Das habe ich noch nie gesehen. Ja, das ist mir scheißegal. Am Ende ist Fußball ein Ergebnissport. Ey, am Ende ist Fußball ein Ergebnissport. Ja, das heißt nicht mal, dass die besser unterwegs sind. Ich verwerfe mich gar nicht mit Statistiken. Ich habe mit Nationalspielern zusammen gespielt. Wirklich, die spielen schlechter als du. Aber haben auf dem Papier mehr Länderspiele als du. Heißt das, dass sie automatisch besser sind als du? Wenn wir nach solchen Statistiken gehen? Nein. Na gut, also wenn du nicht nach Statistiken gehst und alles. Statistiken? Dann können wir halt nochmal eine Wette machen. Nein, warte. Okay, aber das ist doch Ergebnissport und steht jetzt 2-0. Ja, das gebe ich dir. Das gebe ich dir. Aber am Ende ist der Punkt, das Spiel ist noch 90. Wenn du am Ende 2-0 hast, dann gebe ich dir die Hand. Chalas. So. Nach Heinze kann er mal ein bisschen offenes Spiel sein. Ich hoffe sogar, dass der 2-1 macht, damit noch ein bisschen Spannung reinkommt. Ich will sogar 2-2, Verlängerung und so, hätte ich Bock. Digga, weil das ein anderes Spiel wird hier nur stehen, 2-0 ist das gefährlichste Ergebnis. Mich juckt nicht mal, ob City weiterkommt. Ich finde nur, dass sie spielen. Ich bin ja kein City-Fanatiker oder so. Meinetwegen soll Real weiterkommen. Ich wäre sogar für Elfmeterschießen und gewinnt Real. Ich will einfach nur ein geiles Spiel haben. Aber es ist einfach wahrscheinlich geil, dass City gewinnt. Mehr sag ich nicht. Nein, Bro! Sorry, ich wollte. Ja, Wortricks. Warum? Was ist alles? Nee, einer hat was gefragt im Chat. Was ist? Einer hat was gefragt im Chat. Was hat er gefragt? Ich war heute auf so einer Messe, der hat gefragt, ob ich dort war. Ich hab gehört, jemand wollte ein Bild mit dir haben, weißt du, hier was? Hier? Hat jemand im Chat eingeschrieben?
Ja, aber wollte mit dir. Und du hast nicht das Nein gesagt. Ja. Er hinterholt das Ding im Finale. Digga, das ist eigentlich einer, den ich auch timeouten würde. Bruder, wenn Real rausfliegt, kann man sagen, dass Ancelotti schuld ist? Matze, Mann, im Fußball geht's nicht um Schuldzuweisungen. Bruder, wenn du, Militao, guck mal, wie Mann, kann man denn... Nein, ich verstehe das nicht. Hör mir doch mal zu. Genau das ist das Problem in der Fanszene. Leute gehen auf Schuldzuweisungen im Fußball. Glaubst du, Ancelotti? Glaubst du, oder alle spielen? Glaubst du, Ancelotti stellt mit Absicht so aus? Oder das ist einfach seine Idee? Aber am Ende ist die Idee nicht aufgegangen und im Fußball ist es dann so: Ja, einer hat Schuld. Und genau das ist das Problem in der Fan-Thematik. Verstehst du die Idee? Nein, ich verstehe die Idee, weil ich am Ende. Wo verstehst du die Idee? Weißt du, soll ich dir sagen? Ja, hör mal zu. Hör mir zu. Hör mir zu. Ja, du checkst nicht Fußball. Du sitzt jetzt hier vor deinem Fernseher, setzt dich hin. Du bist der Fan-Fanatiker von Real Madrid, aber hast du einen Blick in die Kabine? Hast du einen Blick auf das Spiel? Hast du einen Blick auf die Videoanalyse? Ich hatte einen Einblick auf das Hinspiel. Mann, du hattest da einen Einblick und jetzt hat es... Das ist das, was gezählt hat? Ja, aber nein, das hat nicht gezählt. Nein, das hat gezählt. Weißt du warum? Weil die Feinheiten liegen. Was hat das für ein Einblick? Ja, weil Rüdiger auf der Bank ist. Also machst du Fußball an, hab anhand ein Spiel. Nein, nicht anhand ein Spiel. Da müsste Paris dann schon mal jedes Spiel gewinnen. Gott. Ja, ist doch so! Hör doch auf mit der Scheiße! Nein, es läuft natürlich! Bruder, weil er einfach diese dumme Fanperspektive hat. Ja? Weil Ancelotti hat GB verloren. Wegen ihm ist es. Also, sagst du wegen Militao? Digga, ich muss mir das sagen. Digga, ich sag, Militao ist einer der Hauptgründe. Weißt du, okay, ich geb dir jetzt ein Beispiel. Stopp mal. Er war jetzt schon gefährlich. Okay, ich geb dir jetzt ein persönliches Beispiel. Nein, jetzt pass auf. Ich geb dir ein persönliches Beispiel. Wenn Waldhof Mannheim am Wochenende schlecht spielt, verliere ich dann oder die gesamte Mannschaft? Die gesamte Mannschaft. Auch wenn ich schlecht spiele? Also, bin ich dann dran schuld oder hat das Team seine Teilschuld? Weil entweder alle oder einer. Nein, stopp, sag's mir. Ist da vorne? Ja. Ja, also, dann schieb jetzt auch nicht alles auf Eder Militao. Digga, ich schieb doch nicht alles auf Eder Militao. Ich sag erst... Ey, ausgerutscht oder so, okay. Hätte alles voll, was wir jetzt was sagen können. Bro, er ist auch nicht komplett schuld alleine, ist er nicht. Das komplette Team spielt scheiße. Ja, ganz Team spielt auch scheiße, Bruder. Aber ich verstehe einfach die Entscheidung nicht, Digga, und ich bleib dabei. Ihr habt ja auch keinen Einblick, wie Ancelotti das macht. Bruder, wir haben auch keine Einblicke, das hat nur Ancelotti. Aber wir haben das Hinspiel gesehen, Bruder. Denkst du, Vini, denk nicht so, hey, wieso lässt er den Spiel stehen? Ancelotti begründet es ja in der Kabine und so. Die sind ja nicht dumm. Er ist tausendfacher Meisterchampion. Warum sind die nass und klebrig, die Mikros? Also, sowas muss man nicht hinterfragen. Besonders bei, also ihr wisst ja nicht, was in der Kabine passiert, was im Training passiert, was abseits des Spiels passiert. Ihr seht nur ein Spiel. Jedes Wochenende. Vielleicht hat Rüdiger Bauchschmerzen. Vielleicht hat er gerade ein Virus. Vielleicht hat er Muskelprobleme und ist nicht so fit. Ist nicht auf der Höhe. Und vielleicht sagt er... Wir brauchen Schnelligkeit oder für Aufbauspiel ist Eder Militao da. Wäre besser als Rüdiger vielleicht. Keine Ahnung, kann ja alles sein. Ancelotti hat seine Vision versucht er umzusetzen. Wenn sie mir jetzt nicht gefallen hat, dann wird er draußen. Wenn nicht, dann nicht. Dann ins Spiel hat die Vision geklappt. Ist Kore im Chat? Kore? Alex? Könnt ihr mal sagen, Kore muss mal kurz in den Chat kommen? Ist important? Also, sagst du, du bist besser Trainer als Ancelotti? Bruder, was laberst du denn? Wo sag ich denn, dass ich der beste Trainer bin? Bruder, Ancelotti ist ein geistkranker Trainer. Er hat nicht umsonst alles geholt. Aber ich verstehe einfach die Entscheidung nicht und ich bleib dabei. Ich weiß nicht, was im Training passiert ist. Ich hab gesehen, was im Hinspiel war, Bruder. Hat Haaland was gerissen im Hinspiel? War er anwesend? War er es? Nein, beantwortet es. Aber nicht nur wegen Rüdiger, sondern weil die Spieler drumherum... Bruder, die komplette Verteidigung war besser mit diesem Duo. Mit Rüdiger und... Weil die Spieler, die Haaland bedienen, ausgestellt wurden. Der Ball kam ja gar nicht zu Haaland dran. Digga, Chat, bitte. Es gibt, ihr seht Fußball so eintönig. Ich sehe es nicht eintönig. Doch. Also wirklich, ich habe gedacht, du bist mein Bruder und du hast am eigenen Leib bei mir Ich check's ja selber nicht, warum es so ist. Also warum er Rüdiger rausnimmt. Ich habe das sogar zu. Also, aber ihr tut ja so, als ob ich die komplette Schuld auf Militao gebe. Mach ich nicht. Ja. Auf die komplette Mannschaft. Jeder Spiel. Bruder, ich kann nicht einen Kroos fahren, ich muss ja ganz gut. Alles hat recht, ja, Ancelotti ist schlecht.
Digga, das haben wir doch nicht gesagt. Ich habe selber einen Tweet geschrieben. Das haben wir aber nicht gesagt, dass Ancelotti schlecht ist. Was? Aber ich habe selber einen Tweet geschrieben, wie gut Rüdiger gespielt hat. Ja? Aber du kannst doch nicht Ancelotti hinterfragen. Digga, nach so einer Performance von Rüdiger schon. Ich verstehe nicht, warum man ihn dann auf die Bank setzt. Ich verstehe es nicht. Aber also das hinterfrage ich doch. Was ist da dann so schlimm, dass ich das hinterfrage? Ich habe selber schon tweetet, wie gut er gespielt hat. Aber er wird doch seine Gründe. Ich check's selber nicht. Es wird seine Gründe irgendwie haben, aber Militao ist die ganze Saison gesehen immer die Nummer 1 gewesen in der Innenverteidigung. Ja. Das stimmt. Aber okay. Bruder, im Hinspiel, wenn man sieht, dass es so gut klappt, ich verstehe nicht, warum das gewechselt wird. Okay, Bruder, ich gebe dir jetzt ein Beispiel. Angenommen, Spieler ist vor mir. Ja. Und der spielt 7, 8 Spiele scheiß am Stück. Dann sagt man ja eigentlich rein theoretisch, dass du ich beispielsweise spielen sollte. Und warum ist es nicht so? Bruder, aber. Nein, aber 7, 8 Spiele, du hast gesagt, jetzt 7, 8 Spiele. Aber bitte, beantworte meine Frage, dann beantworte ich deine Frage. Bruder, ich würde dann sagen, wenn er 7, 8 Spiele hintereinander scheiße spielt, dass er kein Stammspieler für mich gesetzt ist. So ist es, das ist deine Entscheidung. Ja. Und Ancelotti hat sich so entschieden. Hat er, aber ich würde gerne die Gründe wissen, weil Hinspiel ist für mich kein Argument. Verstehst du mich da überhaupt nicht? Doch, ganz kurz. Korai, VOD, 7 runternehmen. Jetzt, wenn es schon gemacht ist. Immer sofort VODs runter. Und Regie, ich brauche bitte hier Ton. Okay. Fetzt euch weiter. Digga, nein, nicht fetzen. Auch das mit dem Salz, Digga, das ist nicht salzig. Das ist einfach hier Diskussion darüber. Hä? Kamavinga ist auch nicht gut bisher, ja? Stimme ich ihm zu. Ich weiß, was Schumacher ist. So, und Ruhe im Karton. Saftet ab, lasst einen Sub da und gebt mir nicht auf den Sack. So. Digga, Phoebe kommt heute schon. Matze und Phoebe kommen heute. Wer ist Matze? Ryrex. Heute? Der fliegt morgen von Frankfurt nach New York und hat gefragt, ob er herkommen will. Meinte ich, ja, komm her, Bro. Und Phoebe kommt wann? Ja, heute, ich dachte auch, sie kommt morgen. Heute? 0:30. Hier an oder in Frankfurt, weil du. Fährst du mit dem Auto? Nein, warum? Und schläft die auch bei uns hier? Ja. Die sieht halt aus. Dieses Hotel. Ah, okay. Heute gibt es einen saftigen Clip für dich. Verlierer muss in Froschteil springen. Willi setzt auf Real Eliof City. Das ist krass, ja, das ist krass. Phoebe, ich weiß nicht, Phoebe, Melina, du kommst morgen. Phoebe bleibt morgen, glaube ich, oder? Phoebe bleibt morgen. Ja. Ja, gut. Phoebe und Melina kommen morgen. Matze kommt heute. Ich wusste auch nicht, ich dachte morgen. Achso, ja, stimmt. Morgen kommt Melina. Ja, das weiß ich, bis Sonntag. Bis Montag. Übermorgen kommt Nico. Freitag kommt Nico und Tim und vielleicht Sascha. Sonntag kommt Isa. Freitag kommt auch die Broski und Tisi. Ja. Mega, was ist das denn für. Jetzt wird, die nächsten Tage wird hier Jugendherberge. Geil. Vielleicht Party. Jeden Tag war dann Noah war hier. Mario? Am ersten Tag? Erster Tag war niemand, glaube ich, oder? Nee. War am ersten Tag hier jemand? Doch, Marc. Marc, stimmt. Jeden Tag ist jemand hier. Alles bauen wir Bernabeu von dir auf. Digga, ernsthaft das aufbauen? Bau auf, Bro. Wenn es dich glücklich macht, Bro, bau auf. Ernst macht mich glücklich. So, Halbzeit. Es geht weiter. 45 Minuten vor uns. 45 Minuten. Melina schreibt, und das weiß sie gar nicht, sie hat gerade eingeschaltet, alles Real ist nicht so gut. Hat Melina jetzt gerade im Chat geschrieben. Kannst du Melle, aber hier. Melle, daran ist jeder Militao nur schuld. Digga, das habe ich doch nicht gesagt, Bruder. Hat Melina ja, ich hab's ja gesehen. Sie schreibt, haha. Hier wird es noch krachen. Ja, das kann sein. King, danke für den Sub. Späßchen. Jetzt hat sie Späßchen geschrieben. Ja, mach. Digga, aber das ist so eklig. Rum ist so eklig. Also, das ist richtig eklig. Da kommt ein so dieses. Kennst du das? Ja, dieses so ekelhaft. Weißt du, wann ich das hab, wenn ich nachts aufs Klo gehe? So durchschütteln. Ja.
Das check ich auch immer nie, warum das immer nach vorne klappen ist. Einfach ist immer Ballverlust. Oh. Guck mal, Bruder, ganz kurz. Was ist? Nee. Achso, geht schon weiter. So, okay, die haben safe. Die werden die jetzt wegpressen. Die werden die jetzt wegpressen. Real muss jetzt umgestellt haben. Haben sie gewechselt? Ja, du siehst diese Minute. Die Liga kann wieder entschreien. Ich glaube, Ancelotti guckt das Spiel nicht, Digga. Militär nicht rauszunehmen. Bis zur 80. 85. Ich hab ja gar keine Ahnung vom Trainer sein. 3-0, dann ist er auch. Warte, dieser Pitcher. Nein, ich meine, es Verlängerung. Ich sage, bis 70. ist auch drin, dass es vielleicht reizt. Ich hab keine Leute, die keine Ahnung. Bitte sag es nochmal. Du sagst, Real führt bis zum 70. 3-2. Nein, Real bis zum 70. 2-1. 3-2 ist nicht. Wenn Real Madrid dieses Spiel noch gewinnt, gebe ich dir meine Performance an. Okay. Ausrufezeichen Performance. Auch mal runterladen. Ich hoffe 2-1, bitte. Gespannt. Ich lohne dich dann für den Sub. Einmal für den Kitzel. Kann sein, Digga, dass sie gleich Tor schießen, aber wenn sie so spielen wie gerade eben, Digga, dann wird es 4-0 ausgehen. Digga, was halt auch so abfuck ist, du musst dir überlegen. Ja, wirklich. Der Kühlschrank ist nicht zu. Ja, das steht gleich heute. Ah, da jogge hin, jogge. You with you. Goran, willst du um Prozente sprechen? Nein, ich mache das nicht. Danke, aber technisch. Goran, eigentlich wäre es lustig, wenn wir immer so um Prozente spielen würden vom zweiten Kanal. Das ist, was ist, wenn du alles verzockt hast? Ja, dann ist halt so. Goran, spielen wir um 3%. Digga, Cora, sag sofort ja. Da denke ich mit einem Aktienanteil oder so. 3% der Firma. Cora, sag einfach ja. Lass mal ein Vita-Welt-Spiel bisschen. Ja, okay, Vita-Welt. Pass auf. Ich setze 5%. Ja, auch. Auf Real. Machen wir immer unten wieder raus, Chat. Mein Hack hört auf. Ja, bei der Kohle. Bei der Kohle immer aufpassen. Ich weiß. Hier. Kenne? Mach. Darf ich mit Jack chillen? Jack Grealish? Jack. Das ist eine Frau. Ja, aber. Ihr seid doch alt genug, oder? Ja, aber. Fußballabend. Viel wichtiger als Slave. Hier gibt's Chips. Ich esse schon die ganze Zeit. Essen. Guck mal, den an. Geil. Ey, los! Du hast den Pappkasten, da liegt Chips. Oh, Projekt. Nein. Der Sohn hat Probleme. Wir hören ohne Ton. Bündig. Wir hören ohne Ton. Cookie, du grüße auf. User Brett, Freunde, machen wir nicht. Weißt du, was mit dir macht? Aus religiöser Sicht. Ja, aber ich finde es zum Beispiel voll falscher Ehrgeiz. Ja. Also wirklich. Aber ich schwöre, er ist lecker. Ja, ein Mensch. Ich schwöre. Warte. Ja, ich schwöre. Ja, wo ist Musti eigentlich? Immer noch. Digga, bei Musti kracht's komplett. Der ist einfach den ganzen Digga, ich hab ihn aber gesagt. Ist dir bewusst, dass er seit der zweiten Runde blinde Kuh auf Klo ist? Also kackt er grob. Ja, aber das ist ja so das Ding gewesen. Oh. Ja. Ich kann einfach morgen nicht zum Arzt, ne? Vatertag. In der Militär. Nenn mich Bühl. Danke für den Samtzinn. Alles sieht so aus, wie ich, als Barca gegen Inter verloren hat. Alles sieht so aus, als hätte er einen Geist gesehen. Und da ist Bernardo Silva. Ich glaube, was? Nein. Was? Ah, was mit Omen? Achso, ich habe ihn geschrieben. Warte, Orgo. Digga, City hat so viele kranke Spieler. Digga, auf der Bank ist Mahrez, Phil Foden. Ho! Digga. Haaland, De Bruyne, Bernardo, Gelb. Kai Walker, Rodri, Iker Gündogan ist dort der beste Spieler der Welt. Aber Adrian ist auch, Digga, guck mal, wer die Mannschaft hat. Ja, aber das Traurige ist, wenn du einen Hazard drin hast, der aussieht wie ein Hops. Ja, natürlich. Gebe ich dir, aber das...
Schäfer, Cancelo für Akanji. Alles vielleicht bringt das Stadion auch was. Vielleicht spielen die das. Soll ich anfangen, sagst du? Vielleicht ehrlich. Vielleicht ein bisschen Energy rüber. Digga, wenn David den jetzt macht, beim Schneider so zu hin. Bestell ich jetzt ein Trikot von. Weil dann geht's nochmal komplett los. Ich hoffe. Digga, David, wenn du. Nächsten 20 Minuten ein Tor von Real, wäre geil. Toni macht den. Alaba schießt nicht. Toni schießt nicht. Nee, Alaba mit Alaba. Alaba betroffen. Nein. Sonst reicht das Ding, würde die wieder rein. Bitte lass Alaba schießen. Etto Flatti, ja. Etto Flatti. Boah. Oh. Ich hab doch gesagt, Etto Flatti. Digga, der war dann so ein Humpen. Digga, weißt du, wie krank das ist? Schau mal auf seinen Fuß. Ja. Siehst du das? Ja, so. Du musst dick einmal hoch und runter, Fritz. Digga, anders mal raus. Oh, guck mal, wie hinten los. Einfach zwei dabei kommt rein. Ich check dich, anders macht immer so. Anders hat einfach einen Schal um seiner Birne. Kannst du mal noch abmachen? Guck, ich hätte dich fast gerade gehauen mit Anders. Ja, ich schwöre. Mensch, Corey, du hast hier ein bisschen was verpasst. Jedes Wochenende mein Stadion lang. Du hast hier ein bisschen was verpasst. Wow. Wow. Intensive Fußballkopf. Sehr empathisch. Die Strafe? Wow. Geil. Coach. Digga, was ist denn passiert? Roger. Zweiter Ball. Der Schiedsrichterball. Roger hat auch seinen Call. Aber wer hatte denn den Ball, als der zweite Ball reinkam? Ja, Real. City hatte. Hast du gesagt, Roger? Stimmt doch. Der kann immer Tor machen. Boah. Roach Mode. G. Roach. Roger. Roger Magic. Digga, kannst du mir bitte deine Beinbehaarung erklären? Was hast du da gemacht? Das habe ich vorhin auch schon gemacht. Ich habe eine Bestrafung gemacht müssen. Ach so. Ganz kurz, warum hast du das Bernabeu hier? Warum hast du das Bernabeu hier? Ich denke mal, es war Marc's. Schlechter Ball, KDB. Marc, war das dein Ding? Ich, ja, erklär ich dir mal in Ruhe. Lass mal später bauen. Okay. Ich hab wirklich später bauen. Was, Nussbaum? Nein, nicht das Bauen. So. Lebenker, Nussbaum. Edi, bist jetzt richtig gekündigt. Ja, ich hab 3-1. Ich hab eh noch so noch Ähnlichkeiten mit Nuss. Ach so, stimmt, Digga. 3-1 bis jetzt. Prediction von Jello. Ach so, ja, meinst, ey, das ist ja geisteskrank. Das ist, ey. Doch, die meinte ich. Hast du die wieder so gemacht? Doch, die meinte ich. Guck mal, Lena. Wow, warum kann er da einfach durchsteppen? Warum kann er da einfach reingehen? Guck jetzt, Jungs. Hand. Wo war das Hand? Ich will mal dein Leben, Bro. Du bist lang, Schutti. Lass Schutti. Und deiner Sprache auch halt. Digga, ich mach mir Sorgen. Muss die, Digga. Ich muss dies auf Klo setzen. Ohne Witz. Ich fühle das, dieser Chip. Schutti auch. Ich werde dir nie wieder essen. Das war so kacke, dass dieser Habanero, die hat 2 Millionen gewählt, dieser Chip hat auch 2 Millionen gewählt, aber das ist tausendmal schlimmer. Der fickt mich auf Toilette richtig, das ist Chemie. Dieser Chip hat mich am, und soll ich dir mal was sagen, was muss ich eigentlich nicht hören da? Morgen wird es nochmal schlimmer. Dieser Kacken gehen morgen, ich hab meinen Arsch noch mal geblutet. Boah, Digga. Weil eine Rosette. Oh, Elfmeter. Na. Sicher? Donny Cross. Von mir ist der beste Donny Cross. Aber kacken, das ist der Look. Digga, also, man macht ja immer so Späße mit einem Arschloch irgendwie, brennt zweimal. Ich höre das. Du kannst nichts dagegen machen. Es knallt dich so weg. Ja, bist du schon angekommen. Zack. Schau, wenn wir was auf einmal mehr. Herzlich willkommen, danke fürs Anrufen. Sag mal, Herzlich. Ja, mach so ein Stück. Das ist eigentlich eine Reihenfolge, hast du dir. Ich mach später, okay. Eine Runde ist schon fertig. Keine Ahnung, weiß nicht. Nee, ich hab gedacht, er hat ihn als erstes getroffen. Der leise irgendwie. Das schreiben aber viele mit leise irgendwie. Sag mal was. Sind alle. Hallo. Aber wir reden gerade nicht. Zum ersten Mal, seitdem das Spiel am Laufen ist. Ist heute LA? Nee, Miami, NBA? Miami Boston. Um wie viel Uhr? 2:30 Ja. Digga, bei mir hat es gestern so krass gekracht. Guck mal, Jack! Gelb. Der schlag hier rum wie ein. Das mit dem Ehrgeiz. Habe ich unverstanden, dass du da so hinterher machst?
Du, weil wir einer der ersten waren, die überwacht waren. Dein Sohn ist Das war ja gestern. Dass du ja gesagt hast, dein Ablauf wäre so gewesen, dann war es 9 Uhr bis 5 Uhr. Das ist too much. Wir sind immer die Ersten, die was haben. Das finde ich auch geil, Jungs. Nee, ist kacke. Geil. Lass mal deine Musik hören. Militär schuld, sag ich. Lass mal den TNT morgens. Egal, der ist, ey, der Hunger. 12 Uhr morgen, bitte. Elias heute Main-Kanal Upload, Mario Götze und Verstecken, WA. Was? Robert, hast du schon den Hurenreuchtpunkt in der Musik gemacht heute? Also, irgendwann musst du Klau machen. Fußballquiz oder so. Maybe, Bro, von mir. Vielleicht kann ich fangen. Vielleicht ich fange, Bro. Du hast mal, du hast einen Weltmeister. Bei mir Watch Party von Titi. Oder morgens, wo Willi uns zeigt. Er sagt nicht, Willi, guck mal. Was ist der? Nicht WhatsApp. Er hat dich einfach beleidigt. Nicht WhatsApp, warum? Ich hab dir jetzt geschrieben. Morgen Mario, übermorgen Verstecki. Oder. Was ist der clever, Bro? An die Win Challenge habe ich. Willst du Verstecki? Ja, ich will Verstecki. Dann nimm du Verstecki. Jawohl. Korrekt. Morgen Mario, aber ich will mehr Videos haben, so für Upload später. Weil, Digga, wir haben so viel Content hier. Morgen Mario. Korrekt, glaube ich, ja. Übermorgen. Korai, kannst du Ding schicken? RL. Korai. Ich schreib dir auf Snap, Bro. Win Challenge. Habt ihr noch irgendwelche Videoideen, Chat, was wir machen hätten können? Korai, grübel. Maybe auch Kalle auf Zeit. Kalle, lad mal hoch, wo ich bei links, wo wir draußen waren und so ein bisschen geredet habe. Korai, hast du Snap geschaut? Lad mal Basketball Watch Party hoch, Korai. Ich habe 3 Kanäle zu füttern. Ja, und da nimmst du jetzt den, wo du am meisten Kohle mit verdienst. Und das ist mein Kanal. Das ist ein Stück Scheiße. Das Ding ist, auf der 2 ist illegaler, glaube ich, bei ihm. Einmal vor meinem Main-Kanal. Ja, natürlich, Digga, die haben damals diesen Deal, den habe ich. Digga, diesen Deal, den habe ich so leichtsinnig abgeschlossen mit denen. Weil du nicht rübergeschaut hast. 33% haben die vom Zweitkanal. Die haben bei mir. Weißt du, was da abgeht auf dem Zweitkanal? 50 vom Main. Das ist geisteskrank. Korai, maybe bei 10. 50 vom Main ist geisteskrank. Ey, ist Korai. Hä? Korai ist dann da? Du kriegst nicht mal deine kompletten Einnahmen vom Main? Einfach, was du damals? Ich habe dir immer nachgemacht. Doch, 50 von Main hab ich noch. Das ist 25 hat er Robert. Digga, die Fans. Ja, Walla, ich bin euch kein Problem. Es ist Korai und Atta ficken uns. Ey, die lachen gerade zu Hause. Ja, ich höre Korai und Atta, das ist geisteskrank, Digga. Dori, gib mir die DM. Das ist geisteskrank. Das ist Dori, Digga, drei Tage in Video. Ja, du. Das ist. Visca Barca kommt Sonntag. Von einem Reaktor haben wir noch gar nichts gehört hier. Arda Kardashian. Ja, aber er sagt zu mir. Sag doch mal, wie findest du das Spiel? Wie läuft es? Hast du Hoffnung? Ja, ich sag 7 bis 10 Minuten noch Real noch. Digga, er sagt, ich glaub, die nicht mehr er sagt die ganze Zeit zu mir, dass die noch 3-2 gewinnen. Arda, du hast 2 Kilometer. Ich hab seit 15 Minuten nicht mehr hingeguckt, weil eh nichts passiert. Arda, okay, wir sind hier nicht super dick, ja, wo Besiktas und Schiedsrichter auf einmal Scheine versuchen noch rumzubekommen. Hier ist Champions League, das Ding ist auch mal. Da gibt's keine Schicke jetzt, ja. Ehrlich. Ehe unspaßig, dann muss er immer sagen. Was soll ich sagen? Meistens überziehen. Also ehrlich. Nein, warum oh, diese Scheibenspedette? Bro, nein, ich hab gar keine Anhaltspunkte. Muschi ist ein Kugelschenk, da kam ich ein bisschen so dieses so. Okay, sag mir mal. Warte mal, gib mir mal den coolsten Spieler, der jemals bei Besiktas gespielt hat. Oder wir sind Galatasaray, alle hier in der Reihe. Wer war bei Fener der so coolste? Mesut Abel, Robin von Persie. Also so Legend schon, größte Legend ist Alex, ist so sag ich. Ja. Oder Anelka war auch krass. Was bist du denn? Der ist bei euch, Quaresma. Wer ist bei euch? Quaresma und? Ryan Bubble. Und Gomez. Hutchinson. Gomez. Okay, und wer war es bei Gala? Wer war es bei Gala? Die Drogba, Snyder. Guck mal den! Oh Gott, Digga. Ey, Drogba, Snyder. Dann hast du noch Guti, Bischof, Guti.
Haji. Sogar Legende, Haji. Wie hieß unser Sechser bei Galatasaray? Schätze, war gut, ist schlecht. Ey, wie hieß unser Sechser bei Galatasaray? Soll ich ihn Felipe Melo? Felipe Melo! Warte mal, guck mal, was da passiert. Nee, war schlecht. Bist du Gala? Ja. Wir sind Gala, wir alle drei. Ich hab Trikot mit Sommer 2. Bald kommt Peter Welt Gala Edition. Alle Türken mit Farbe Münze Geschmack. Rot. Mit O aber. Rot. Das sind dann auch. Bro, ich. Es ist bekanntlich. Du bist hier. Bist du auch gerade davon? Ist jeder schwarz-weiß in deinem Herzen? Ist jeder schwarz-weiß in deinem Herzen? Nein, wenn schon Penne. Also wirklich. Ich kann mich noch an den Blick erinnern, wo ich diese Kuh gesehen habe. Dieses kleines Löchchen in deinen Augen war. Okay, jetzt sagen wir mal, mit was du so gar keine. So Kleider, okay? Sagen wir mal so ein Kleid. Kleider. Machst du mehr rot oder gelbe Kleider? Nein, das hat er noch so. Du hast gar nichts damit. So Louis Vuitton-Kleider. Ich verstehe nicht, was du meinst. Etwas, womit man überhaupt nichts zu tun hat. Ich frage jemand. Achso, du willst. Okay. Welches NFL-Team ist dir am liebsten? Ja. New England Patriots, Seattle Seahawks. Ja. San Francisco 49ers. Ja. Ja. Die sind geil, weil die haben letztes Jahr. Was ist von denen? Was ist von denen dein Lieblingsteam? So ist mir Wumpe. Und dann so. Hat deine Fresse langsam. So, ja, nee, das, ich hab nichts gegen die, aber es ist auch nicht so, dass ich Fan von denen bin. Ich sag, ich gönne denen deren Hack, aber ich hab nichts mit denen zu tun. Oder kurz sagen, hoffen wir einen Löwen. Können wir sagen, wie gut die Lace Chips sind? Lace? Fuck. Bruder, hast du gesprochen? Paprika. Nee, das schmeckt wirklich gut. Amelia, klär mal kurz, wie du auf Galatons. Ernsthaft jetzt? Bruder, was soll ich dir erzählen? Ich bin Löwe, ich hab Jungs in meinen eigenen Reihen. Mein eigener Bruder ist auch ein Schimbombo. Auch das mit ja, Löwe ist cool. Seitdem ich Rekord habe. Ich sag ich auch. Guck mal, was für ein gutes Foul, Bro. Ich hab so ein gutes Foul. Hör dir zu, ich hab am 2.4. Trikot bekommen, er am 12.4. Seitdem bin ich drin. Ich war auch schon davor das immer schön, mehr geil. Aber eigentlich immer das erste Trikot am meisten getötet. Und davor war ich, und das ist das krasse Besiktas. Wirklich? Ja, weil ich immer schwarz-weiß. Aber jetzt. Meine Jungs haben mir das Trikot geschenkt, ich bin ein Aslan. Meine Kumpels waren immer Gala-Fans. Ja, das ist hart. Wie man merkt, ich bin mit vielen Türken aufgewachsen, so Ben Türke mal bin. Natürlich, tut nichts. Was ist das Tier bei Fenner? Gibt es bei Fenner ein Tier? Orange. Fenner ist Orange-Rot. Rüdiger! 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 Oh, jetzt gewinnt ja wer. Scheiße. Digga, Rüdiger, komm, Rot geht schnell. Anschnallen. Ja, nice. Digga, du schlechtest Anschluss. Doch, die machen auch Dreierkette. Bitte. Die gehen Dreierkette. Aber guck ihn an. Der checkt ihn. Der weiß gar nicht, was los ist. Der denkt jetzt, Rüdiger ist Sechser. Er hängt Rüdiger als Sechser um. Guck mal, seine Flanke. Denkt ihr doch, oder? Angelotti war schlecht. Ich bin der linke Sechser. Aber Modric hat schon das. Modric aussehen, ist krass. Carvajal spielt. Digga, Modric war so gut im Hinspiel, Hilfe. Ja, ist halt tagesformabhängig auch so, ne? Mein Vater hat immer gesagt, Tagesform. Muss die. Was machst du denn? Wo bist du denn? Hä? Was ist los? Ich verstehe es immer, aber wie haben die denn in der letzten Woche gespielt? Ohne Militär. Bruder, ich weiß aber wirklich nicht, was er jetzt spielt, ne? Er wird Dreierkette spielen. Was? Ich glaube, er wird Dreierkette spielen. Nee, wie auch Marcel Sobrina. Nee, aber guck mal, Kammerwinger ist im ZM. Doch, er spielt auf jeden Fall. Doch, Kammerwinger kann gar nicht ZM spielen. Die spielen jetzt. Doch, die spielen Dreierkette, da war er. Spielaufbau Dreier. Alaba. Digga, hä? Stell dir mal vor, Ecke, Rüdiger macht ein Tor. Weißt du, was dann los wäre? Und die Real verliert trotzdem. Da werden alle umholen. DS, danke für den Prime. Ich hab irgendwie gefühlt, dass losgelassen. Nein, Bruder, ich bin gar nicht der Typ, der sich aufgibt. Für mich ist das Spiel 90 Minuten, ich schwör. Hast du was gegen... Ey, ich bin sogar Viererkette. Magst du einen Teich? Ich bin immer noch Viererkette. Bruder, ich sag dir offen und ehrlich, Alaba ist LV. Eli, das ist einer meiner größten Ängste. Kann man Wenn ich nur irgendwas Glitschiges fühle, gehe ich auch raus. Aber Wettschulden sind Ehrenschulden und ich habe das verloren und das werde ich auch machen. Sehr schön gesagt. Und es wird auch noch die Zeit kommen, da wirst du verlieren. Das stimmt. Aber vorher möchte ich von der Spende 250 Euro überwiesen haben. Ja, okay. Besonders von dir, weil du dich auch immer meldest, wenn du die Wetten gewinnst. Und diesmal, mein lieber Freund, wirst du mir den Gefallen tun. Verstehst du? Doch. Jetzt
Aber heute Video oder morgen Call, das kann dir scheißegal sein. Entweder du bist im Stream oder du guckst es in der Stream-Wiederholung an. Teich. Schwingst du jetzt direkt rein, Levin? Nein, um Gottes Willen. Brudi, morgen. Morgen wird ein nicer Tag. Nochmal, oh, morgen machen wir den Mathe-Test, ne? Morgen vielleicht auch von zu Hause im Mittagsstream-Chat. Marc, wann kommt morgen Daniel Jung? Wann kommt der Mann? 16. 16 Uhr? Oh. Oh, da werde ich gerade live gehen bei mir zu Hause, ey. 16 Uhr morgen live bei mir. Weißt du das Thema, worüber wir schreiben? Morgen 16 Uhr Migräne, ja? Burnout. Nee. Du hast mit ihm gesprochen. Ich weiß, dass wir ein Abi-Thema, wir bekommen Mathe-Abschlussprüfung. Oh, so ein paar binomische Formeln, ist doch easy. Ja, ja. Also ganz kurz, morgen wird Daniel Jung vorbeikommen und wird uns ein Mathe-Thema beibringen. Und wir sitzen da eine Stunde lang. Er ist ein Lehrer, doch, weißt du, wie berühmt er ist? So ein Online-Lehrer. Er ist der bekannteste, glaube ich, so Lehrer, der so Videos macht. Mhm. Digga, ich habe von ihm mehr gehört, als von meinem Lehrer. Er ist so bekannt. Ich muss ihm erklären, was ein Adjektiv ist. Er ist auch ein Fucker, hat er gegeben. Ey, guck mal hier, Kari. Hallo. Er muss schießen. Toni. Boah, Eder, leider weg. Guck mal, wie weit der ab wegkommt. Das ist so krass, was für eine Peitsche hat. Digga, City wird das, den Lachs so gut runterspielen jetzt. So früh. Die werden, ja, oh, Weird Talk, wenn sie so. Jetzt City gerade die verwalten hält, ne? Gibt's für Namen und Datum auch Punkte? Ne. Es gibt, dann schreiben wir einen Test und Daniel wird im Stream das alles bewerten. Sehr geil. Die unsere Dulli antworten. Wann, weißt du, Marc, wann kommt Melina morgen? Das weiß ich nicht. Spiel los, Spiel los. Energy, kommt los. Karl Zeiss, Jean. Gina. Lang, Henrik. Auch gegen dir. Quatsch mit Aussprache bei den Fußballmannschaften. Energy. Ich spiel doch schneller, ja, DK. Ja, 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 okay, jetzt kratz. Oh, oh. Oh, oh, guck mal. Jetzt kratz. Eigentlich so ein guter Ball, ne? Mein Digga. Karl Zeiss Jena. Energy Cottbus. Wie heißen die denn? Und jetzt Karl Zeiss Jena. Frank Beckbauer. Deutsch. Energy Cottbus. Energy, das ist Deutsch, du. Jetzt eine Franz Beckenbauer-Frage wäre geil. Wie alt war Franz Beckenbauer bei seinem ersten Tor? Wie heißt Beckenbauer sein Sohn? Der hat echt einen Sohn. Welche Frage? Digga, ich glaube, das hast du ganz. Wusstest du, dass Mussi gestern gesagt hat, dass der Nachbarplanet von der Erde Urus heißt? Den hat die gestellt. Urus. Das war hier. Da habe ich ihn Fragen gestellt. Digga, weißt du, was der da alles rausgehauen hat? Wo ich hier saß, ey, doch dort und muss die dort. Nicht mit schlechten Fragen. Boah. Erik, muss der Problem haben bei Adjektiv und Verb und so. Mussi liegt unten. Digga, wusstest du, dass, dass ich weiß, was die Milchstraße ist? Die wussten, die dachten, hör mal zu, Milchstraße, die dachten, nein, die dachten, ein Stern ist ein Mond. Ich frag gerade Mussi, was ist los? Er sagt zu mir, Willi, ich kann nicht mehr. Ich sag, ja, was ist? Ich muss alle 30 Sekunden kacken. Der liegt da mit der Hand am Arsch und deckt diese zu. Ich sag, kackst du dir gerade ein? So in die Hose. Ja, ja, so in diese Hose. Ja, auf jeden Fall, du bist schlau. Auf jeden Fall, ich merk schon. Noah sagt, Elfenbein besteht aus Holz. Ja. Elefanten. Guck mal, wann kommt das Video? Der dümmste fliegt? Ist ein Teil 1 schon bei mir online, Leute, wer es verpasst hat, Alter. Ist schon hochgeladen? Ist schon hochgeladen? Ist schon hochgeladen? Schiedsrichter dabei. Part 1, aber. Ist echt? Taucherbrille. Ist echt bei dir oben? Ach, Ey, Cora, ich klau noch für morgen. Asensio, es gab nicht wenige, die gesagt haben, ich spiele wie Asensio. Asensio, Isco und Thiago waren kurzzeitig mein Lieblingsspieler. Du hast doch schon alles gewonnen. Du hast die Wette gewonnen, 250 Euro. Es reicht doch jetzt auch. Asensio und Isco. Real Talk, kein Joke. Er war mein Hintergrundbild. Es gab viele, die gesagt haben, ein bisschen Ähnlichkeit. Eli als Linksback. Sag mal was dazu, bitte. Eli,
Elias Nismus. Ja, genau. Du hältst die Fresse, Digga. Sag einfach, du findest ihn gut. Warum musst du ihn nicht wissen? Ich sehe auch nicht so sehr aus wie Asensio. Leute, ich sehe ein bisschen aus wie Pogba. Also Mythos. Ja, ich ein bisschen wie Rüdiger. Warum wie Saka, Walla? Hättest du Brains, Walla? Ey, das findest du, Eli sieht ein bisschen aus wie er oder spielt wie er? Ja. Ehrlich. Wie Asensio? Ja. Was machst du da, ja? Ich finde beides nicht. Aber gar nicht. Boah, zweite Halbzeit krank ein bisschen, ne?